Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuno, beim Clan Spätzle Mistibus. Ja, wir sehen hier den Abi aus unserem letzten Clankrieg. Ich wollte heute eigentlich keine Folge machen, aber ich habe gedacht, bevor mir wieder eine Wartungspause oder sonst was hier dazwischen kommt, nehme ich doch den einen oder anderen Angriff für euch auf. Denn es ist sicherlich auch mal interessant, hier einen Rathaus 8 zu sehen, der mit Level 1 Truppen, also Golem Level 1, die Valkyren auf Level 1, Magier allerdings schon auf 5, das ist nicht schlecht, denn die braucht man in jedem Fall. Allerdings hätte ich erst die Golems gesetzt und dann die Magier zum Clearen, denn du brauchst ja irgendwas wenigstens für die Clan-Dwarg und er kommt jetzt zwar schon mit seinen Valkyren, aber die gehen ja jetzt natürlich auf die Bodentruppen der Clanburg und jetzt hat er ein bisschen Luck, dass hier in der Mitte der Level 5 Magier den einen Ballon macht und der geht jetzt noch ein bisschen weiter, aber jetzt leider, na schade, aber egal, der Magier hat zumindest der restlichen Truppe hier den Arsch gerettet und jetzt geht das hier fröhlich weiter mit Valkyren ein bisschen außenrum. Pekka geht hier noch, der ist aus der Clanburg und in der Mitte ist es jetzt oder sind es eigentlich zwei Golems, die so ein bisschen den einen, ja, jetzt tanken sie immerhin noch eine Kanone, aber okay, die Base war jetzt nicht so schwer, der Abi hat Glück gehabt, er kann hier bleiben, denn sein erster war nicht so gut und er wollte aber unbedingt diese Base angreifen für, ja, man muss das mal wieder so sagen, sichere 3 Sterne. Ich denke, das ist ihm hier an der Stelle auch ganz gut gelungen und ich nehme das ganze Ding heute mal komplett am Stück aus. Die Zwischensachen, also so, dass das Ergebnis noch nicht verfälscht ist, das schneide ich euch raus oder retuschiere das so ein bisschen. Wir gehen aber weiter auf die Nummer, jetzt muss ich gerade schauen, 15 ist es. Es ist er ohne Name, ohne Name ist auch mal witzig, ist es der Vitali, der hier den Angriff macht. Also ich bin jetzt schon lange genug hier, eigentlich noch nicht so lange, aber ich habe hier schon viele auch mit den Real Name oder RL sagt man ja immer, also mit dem RL Namen kennengelernt und ist auch ein ganz komischer Angriff. Ich habe hier leider mit dem Barfuß nur 2 Sterne geholt, recht knapp, weit im 90er% Bereich, also mir fehlte nicht viel, aber hier auf den Engineered Account ist es gar nicht mal so einfach, denn oftmals sind natürlich Fallen, Tesla auf Maxed Ausbau, hier jetzt noch nicht ganz, aber er hat, glaube ich, so wie ich mitgezählt habe, alle Fallen zumindest, also mehr Fallen als ein Rathaus 9er und kommt hier jetzt im unteren Bereich mit Hox rein, also Killscode habt ihr gerade gesehen, läuft ganz gut, hat ja auch schon ganz nette Helden hier als Rathaus Level 9 und Bola sind dann noch am Start. Die Ox hat er erstmal von einer Seite gesetzt. Ich hatte das schon in einem anderen Angriff mal gesehen. Ja, jetzt nimmt er hier hinten noch ein paar. Ist natürlich auch nicht schlecht. Einfach noch so ein paar im Backhand setzen. Denn die reiten jetzt, ihr seht das, komplett. Ich gehe mal ein bisschen näher rein für euch. Komplett Richtung den letzten Defenses. Oh, da ist noch eine Bombe. Also ihr seht das hier. So ein Engineered-Account, der hat unter Umständen alle Fallen. Das heißt, er hat eben in jedem Fall mehr Fallen als ein Rathaus 9er. Jetzt hat er auch nicht mehr viele Hogs, aber die brauchen jetzt auch nur noch den Minenwerfer hier machen. Also alles ganz easy peasy. Und auch hier schönes Ding. Also ein ungewöhnlicher, ich nenne das ganz, ganz gerne mal ungewöhnlicher Angriff. Es ist zwar ein Go-Hog, aber mal so von zwei Seiten. Ich mag das eigentlich gar nicht, so ein zwei Seiten Frontangriff. Man sollte lieber bei einer Seite bleiben, aber hier hat es halt gepasst von der Base her. Und so waren das hier auch saubere 3 Sterne. So, was habe ich denn noch für euch? Ich habe noch die Nummer 9 für euch. Das ist der FP8. Vielleicht erkennt ihn der ein oder andere. Ich halte diesen Angriff mal an. Denn ihr seht das hier, das ist auch ein Engineered Account. Allerdings mit Level 15. Bogenschützentürme hier schon teilweise. Also der Punktschaden ist schon stark. Also 14, 15, 13 und die Base ist auch relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen groß, aber sie birgt natürlich sehr, sehr viele Fallen und wir gucken mal, wie er das gelöst hat. Hier vor allen Dingen ist die Warden-Statue noch mit dazwischen.
Also alles, was ja übrigens in der Wardenstatue in der Range ist, vor allen Dingen, wenn es die Clanburg ist, hat sie dort auch etwas mehr Healpoints. Ja, also wenn ihr als Rathaus Elver eure Warden oder euren Warden rund um die Clanburg packt und die in Range ist, ich weiß gar nicht, ob die jetzt in Range ist hier, ja, sie ist nicht ganz in Range, dann haben die Truppen etwas mehr Healpoints, aber sie sind natürlich jetzt raus aus der Range und denn sie gehen natürlich auf die Truppen, die jetzt in diese Base hier reinkommen, aber er lässt sich hier richtig viel Zeit, um auch ordentlich in die Base hier einzumarschieren mit 21er Queen, 10er King, das ist auch niedlich. Am ersten Mal komplett die Queen gemacht, aber jetzt tankt hier relativ gut die Mitte, er kommt hier mit Hocks von den Seiten rein und lässt sich jetzt auch richtig viel Zeit mit den Heilzaubern. Ihr seht das hier, er hat immer noch drei Stück, noch kein einziger Heilzauber. Jetzt kommt erst der erste und den hat er auch gut gesetzt. Denn jetzt kommen natürlich gleich in den freien Feldern die ersten Fallen, die ersten Riesenbomben. Aber er hat jetzt noch einen Heilzauber. Zweite ist jetzt schon gesetzt und die Bogenschützentürme, der Tesla, da eine Doppelbombe. Das hat da, also der Heil war vorzüglich. Da hat er nochmal richtig schön seine Hocks hier durchgeheilt. Und noch eine Riesenbombe, drei Stück, okay. Jetzt hat er noch ein bisschen Defense, aber auch nicht mehr wirklich viel Hog Rider. Die sind jetzt schon auch teilweise ganz schön angeschlagen. Aber die Masse macht's. Und jetzt nur noch den Bombenturm. Den macht die Queen glücklicherweise super gemacht hier. Also toller Angriff hier vom FP8. Hatte ich das eben gesagt. Ihr kennt ihn vielleicht. Er war schon mit mir im Clan True Warriors. Ist schon ein paar Tage her. Ist irgendwie hierhin gestoßen. Also er ist nicht abgeworben oder was auch immer. Sondern er hatte halt Bock auf Clankrieg mit den Soßen hier. Und ich glaube, das hat er auch gut gemacht hier. Also 12 auf 9 ist schon eine starke Nummer, finde ich zumindest. Und deswegen sind das hier wirklich tolle 3 Sterne gewesen. Von unten nach oben gesehen, also wirklich starkes Ding. So, wo war ich? Ich war bei der Nummer 4. Ja, ich muss ja immer, irgendein Tod muss ich ja immer sterben. Irgendein Tod muss ich immer sterben. Und wir sehen hier den Mustango auf Rathaus 11, also 11 auf 11. Mal sehen, wie er die Base hier gemacht hat. Er hat im ersten Angriff so ein bisschen Pech gehabt. Da war es ganz, ganz knapp, dass er dort den zweiten Stern geholt hat. Komme ich aber später drauf. Und geht hier jetzt erstmal mit einem Queen Walk vorweg. Also Heiler und erstmal nur die Queen. Kein Warden, kein gar nichts dabei. Und mal sehen, wie er das hier rettet. Denn die Queen hat es jetzt ein bisschen zu weit zu dem Elixiersammler hier hinten, den ich gerade markiere. Sondern die geht glücklicherweise wieder doch zurück in das Loch, was man ihr da geschaffen hat. Also bis hierhin erstmal alles gut. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, kommt von hier unten irgendwo aus dieser Ecke hier, geht es jetzt weiter, um den Funnel weiterzumachen. Ich bleibe mal ein bisschen auf der Queen drauf, beziehungsweise ja, ich versuche das immer so ein bisschen ins rechte Licht oder Blick zu rücken. Ich kriege das ganze Spielfeld natürlich auch drauf, aber dann habt ihr es an den mobilen Geräten so ein bisschen zu schwer zu gucken. Das kenne ich selber, wenn ich mal am Handy ein paar Videos gucke. Die Queen. Wir haben mal ein Augenmerk auf die Queen. Hat er gerade noch so zünden können, denn der Single Inferno hat der Queen schon einmal zugesetzt. Jetzt kommt die Clanburg. Jetzt guckt euch die Queen an, wie knapp die hier ist. Ich meine, die Clanburg ist ja jetzt nicht gerade vom Pappe. Und die Heiler heilen, was das Zeug geht. Er hat jetzt keinen Wutzauber mehr und gerade so geschafft. Jetzt noch die Bombe. Die Queen immer noch am Leben. Also echt krasses Teil hier. Und das war so sau super knapp. Also wir haben ja auch mitgefiebert und mitgezittert. Aber jetzt ist sie wieder voll. Und so eine Adler-Artillerie, die hat ganz schön viele Healpoints. Ihr seht, eine 50er Queen muss da schon ein paar Mal drauf ballern, damit die endlich weg ist. Die Hexen helfen jetzt noch ein bisschen. Und der Rest geht hier teilweise außen um den Ring herum, teilweise noch innen drin. Aber auch hier konnte man schon sagen, ja, das wird ein ganz cooles Ding. Vielleicht ein bisschen mit der Zeit knapp, aber ich denke mal, trotzdem gut gemacht hier. Und so sind das auch hier im Rathaus 11 Bereich. Nette 3 Sterne gewesen. Der Gegner hat allerdings auch schöne viele Sterne gesammelt. Kann man nicht anders sagen. Und hat sich so ein bisschen auch, denke ich mal, ja, die hatten glaube ich schon den Sieg so ein bisschen inne gehabt.
Denn mit den Engineered, da hatten wir überhaupt keine Chance. Die Engineered haben bei uns oben aufgeräumt ohne Ende. Also da haben wir mal wieder ein bisschen schlau geguckt und ich hoffe ja, dass das irgendwann mal ein Ende hat. Aber mal sehen, wie es hier weitergegangen ist. Wir sind jetzt schon auf der 2 hier oben. Hier hat der Swash gemacht. Also auch 11 auf 11. Und schauen wir mal, wie er hier vorgegangen ist. Okay, das ist die Kombi, die ihr sicherlich auch schon kennt und auch praktiziert mit den Riesen vorweg. Die gehen natürlich schön verteilt jetzt auf die defensiven Gebäude, also auf die Magierturm, Bogenschützenturm, Kanone und Mauerbrecher. Super gesetzt hier, so dass er beide Sprung richtig schön ansetzen kann für die Mitte. Also beide Sprung hintereinander und die Truppen gehen dann auch kaum nach außen. Ich meine, die clearen zwar außen, es sind aber Bowler und eigentlich geht man, muss ich mal so sagen, wäre ich so nicht vorgegangen, aber die Infernos stehen auch sehr, sehr eng hier, sodass du beide eigentlich mit dem Bowlern von rechts und links bekommst. Und denn oftmals sagt man sich ja, ich gehe erstmal an einen Inferno ran und den zweiten habe ich so ein bisschen im Nacken, also den muss ich noch machen, den habe ich noch vor mir. So hat er jetzt aber schon beide weg und ja, jetzt Queen muss jetzt schon zünden und wie immer der Klassiker Queen gezündet, der Rest in die Riesenbombe rein. Die tankt jetzt auch nicht mehr, sondern es geht ja noch so ein bisschen außenrum hier. Ja, jetzt geht es natürlich auf die Mauer und hier ist ja noch recht viel Defense, aber ihr seht das hier oben, da kommt der King noch mit so einem richtigen schönen Tross an und der Warden, paar Bowler dabei, ja. Ich denke mal, das reicht in jedem Fall für diese Base. Na, von der Zeit her könnte es ein bisschen eng werden. Aber ich glaube, das war auch wirklich ein beziehungsweise es war, glaube ich, ein ganz, ganz zeitintensiver Angriff hier. Der also wirklich bis auf die letzte Sekunde hier ausgenutzt wurde. Ja, super Ding hier. Und wir gehen einmal auf die Nummer 1, glaube ich. Ja, die Nummer 1 machen wir auch einmal. Dafür muss ich einmal so ein bisschen scrollen hier und wir gucken einfach mal. Ja, das ist mein Angriff hier auf die Nummer 1, also 3 auf 1. Und ich will nicht sagen mit Ansage, aber wir haben hier ja nicht gelegen, aber wir haben schon ein bisschen geschmunzelt. Ich auch, denn ich wollte mindestens 2 Sterne auf die Base haben hier. Das hat gereicht oder hätte gereicht. Es ist ja so eine typische Legenden-Farmbase, hätte ich mal fast gesagt, denn diese Base findest du ganz, ganz häufig oder hat man ganz, ganz häufig in der Legende gefunden. Ich konnte also hier unten mit einem Riesen, das habt ihr vielleicht gerade noch so im Bild gesehen, die Clanburg locken, habe dann mir richtig Zeit gelassen, denn so viel Feuer kriegt die Queen jetzt nicht. Also erstmal schön giften hier. Hier hinten habe ich schon mal so ein bisschen angefangen. Da oben seht ihr jetzt meine Hexen mit so ein paar Bowlern, die jetzt weiter den Funnel hier schlagen. Und ich wollte unbedingt auch an dieser Seite rein, denn hier, wo der Bogenschützen und der Magierturm sind, passt natürlich wunderbar ein Sprung rein, der über beide Mauern geht. Und jetzt Riesen vorweggesetzt mit dem Warden, Bowler, King dahinter. Und ja, ich nehme ganz gerne 2 Packer mit, auch wenn ich hier Single Infernos habe. Eigentlich sagt man sich ja, bei Single nimm mal lieber ein paar Hexen mehr mit. Aber die Packer halten mir hier einfach nochmal so ein bisschen, also ein bisschen, kleines bisschen mehr aus, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also die Kombi liegt mir hier auch so ein ganz kleines bisschen. Das gelingt nicht immer. Aber ich habe hier schon mal das Rathaus. Ich kriege hier jetzt beide Infernos weg. Das ist natürlich stark. Und gehe jetzt weiter hier in dem Ring. Und die Packer hier, ich meine, ich habe hier jetzt noch, jetzt sind es noch 2 X-Bogen, aber guckt euch die Packer hier in der Mitte an. Gut, dass ich sie dabei hatte, denn die tanken hier volle Pulle die X-Bogen. Und einer geht jetzt zwar drauf, aber der andere schafft noch den X-Bogen. Hier unten habe ich noch die Queen. Also es wird ein ganz enges Ding. Und so geht es hier so ein bisschen weiter. Die Queen, es wird jetzt schon ein bisschen schmalbrüstiger. Also die Heiler, es sind nicht mehr alle da und kriegen jetzt zwar Beschuss, aber die haben ja auch viele Healpoints. Also auch eine Maxed Out Luftabwehr packt hier noch die Heiler nicht ganz und trotzdem, die Queen ist immer noch unter Heilung, kriegt jetzt noch ein bisschen Beschuss, also es geht ja jetzt eigentlich. Hier ist es jetzt ganz moderat, es ist nämlich nur noch der Minenwerfer im Moment, der in der Range ist. Mein Warden kriegt jetzt allerdings Beschuss, aber die Heiler haben sofort umgeschwenkt, habt ihr gesehen, auf das, was gerade Schaden bekommt. Das ist natürlich schade, denn meine Queen kriegt jetzt leider keinen Schaden und wird nicht mehr geheilt. Jetzt heilen die erstmal den Warden die ganze Zeit.
Und okay, Riesenbombe, der kriegt also Schaden, also heilen die den weiter. Und ich habe die Queen aber noch nicht gezündet gehabt. Und ihr seht das, ja, mit den paar Bogenschützen, das wird der Tesla nicht mehr ganz packen. Und das war eine ultra knappe Geschichte. Mit den letzten zwei, drei Schuss wirklich die Base hier auf 3 Sterne gerockt. Und jetzt kann ich euch auch das Ergebnis zeigen. Wir haben den Clankrieg mit 100% abgeschlossen. Das ist wirklich eine Meisterleistung hier in diesem Clan, denn das ist ja wirklich ein Casual-Clan. Das heißt also, wir sind hier kein professioneller CK-Clan oder machen uns hier 100 Stunden Gedanken um unsere Angriffe. Aber diesmal hat wirklich alles gepasst. Wir haben komplett gedreiert und obwohl ich euch gerade die 1 gezeigt habe, der Swash hat die 1 auch gedreiert. Der Swash hat die 1 auch gedreiert und ich habe vorher auch die Nummer 3 gedreiert. Gelingt mir ja auch nicht. Also ein Sixpack für mich als Rathaus 11, das ist ja, das muss ich mir im Kalender anstreichen. Denn, aber ihr seht das hier, es ist die gleiche Base wie die 1 und ich hatte exakt die gleiche Armee. Also das Ding hat zweimal funktioniert hier und es war wirklich ein Clankrieg, in dem alle wirklich toll mitgespielt haben. Und ihr seht das hier an den Sternen und an den Ergebnissen. Wir hatten am Ende noch 2 Elfer-Angriffe offen. Da hatte der Gegner schon verloren und er hat sich lange im Trockenen gewähnt, denn der Gegner hat lange geführt. Nur hier oben, die Elfer haben tatsächlich dann angefangen zu schwächeln, denn die hatten bei uns bis zu 10 alles zu. Ganz, ganz schlimme Accounts war dann dieser hier, der Black Viper, der mal eben 2 Zehner von uns weggebombt hat. Ah, das hat uns schon ziemlich stark zugesetzt. Aber nichtsdestotrotz, das Ding hier mit 100% abzuschließen, ist wirklich göttlich. Also wir haben uns hier wirklich einen Ass gefreut, 25, 3 Sterne. Und der Swash hat den heroischen Angriff. Da stand ich erst, dann hat er den Einser doch nochmal mit 3 gemacht. Glückwunsch an den Clan hier. Und ich habe das Ding jetzt mal am Stück abgedreht. Aber ich wollte, dass es nicht irgendwo aus der Range geht. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Reiner Clankrieg hier mal mit den Soßen. Und wenn das so ist, lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid. Bis dahin, euer Toto. Best.